hatten ja versprochen, wir sprechen auch über die Männer und Frauen. Wie siehst du die Situation bei unseren Weltmeisterinnen und Bronzemedaillengewinnerinnen vom vergangenen Jahr? Ja, man muss natürlich sagen, die Sportler, die für diese vielen Startplätze, die wir jetzt bei dieser Einzel-WM haben, verantwortlich sind, die sind natürlich auch vorrangig für diese Einzel-WM nominiert worden, wenn sie die zeitlichen und sportlichen Voraussetzungen dafür mitbringen. Wir hatten vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, bei den Frauen 591 als Qualifikationsergebnis und 620 waren es wohl bei den Herren. Das ist zwar nicht der Maßstab, von dem wir ausgehen können für diese Weltmeisterschaft, aber ich denke, wenn man das so sieht, hat schon jeder das Zeug, sich dort zu qualifizieren, zum Weiterkommen. Und das beruhigt mich schon mal. Bei den Männern ist Jürgen Pointinger beispielsweise neu dabei. Einige Arrivierten haben gefehlt, aber trotzdem kann man guten Mutes nach Klutsch gehen. Wir haben eine schöne Mischung, denke ich, aus älteren, erfahrenen Spielern und Jungen, den Manuel Weiß und den Jürgen Pointinger, wie du schon sagtest. Das wird eine schöne Sache, denke ich. Die wachsen da zusammen, da ist ein schönes Team entstanden und ich bin guter Dinge, ja. Bei den Frauen stellt ja Viktoria Bamberg das Gros der Nationalmannschaft. Die haben in diesem Jahr alles abgeräumt. Also die sind ja eigentlich nicht zu schlagen. Nun ist aber eine Einzelweltmeisterschaft doch wieder was ganz anderes. Ja klar, man weiß natürlich auch hier eine schöne Mischung zwischen älteren und jungen Spielerinnen. Und da gilt das Gleiche auch wie bei den Männern. Ich bin froh, dass wir diese Sportlerinnen, die auch bei der Weltmeisterschaft diese Startplätze erkämpft haben, jetzt zur WM fahren und dort ihr Können zeigen können. Ja, das ist bestimmt eine schöne Sache. Mittlerweile gibt es ja im Sprint deutsche Meisterschaften. Tandem ist auch noch so eine Disziplin, die gespielt wird. Das sind eigentlich die, die nach der Einzelentscheidung immer ein bisschen hinten runterfallen. Nun haben andere Mannschaften dort Wert darauf gelegt und sich spezialisiert. Frankreich zum Beispiel im Nachwuchsbereich. Wie ist die Situation bei uns mit diesen Disziplinen? Wir haben jetzt im Vorfeld auch diese Disziplinen probiert. Ich bin aber der Überzeugung, dass viele andere Länder, du sagtest Frankreich, ich bin auch Serbien, Slowenien, die legen sehr, sehr viel Wert auf diese Disziplinen und bereiten sich noch intensiver als wir vor, weil es natürlich auch hier Medaillen zu gewinnen gibt und das ist schon wichtig. Und wenn man das nicht vorher mal gespielt hat und mit dem Partner zusammengearbeitet hat, dann ist es natürlich schwierig, dort ganz vorne mit dabei zu sein. Ja, dann wünschen wir doch für Klutsch uns erfolgreiche Veranstaltungen und bedanken uns ganz herzlich für den zweiten Teil des Interviews. Ja, gerne, klar. Wünsche ich mir auch. Viele Medaillen wären ein ganz großer Erfolg, ja. Wir kegeln einfach, wer